Du hast die Hauptschule hinter dich gebracht. Du hast dich bei einem Dutzend Firmen beworben. Du hast ein Dutzend Ablehnungsschreiben erhalten. Du bist dir wie ein Bettler vorgekommen. In dir ist etwas hochgekrochen. Du hast die Faust geballt. Man hat an deine Vernunft appelliert, im Namen des großen Ganzen. Man hat dich um Verständnis ersucht, im Namen des Fortschritts. Man hat dir Einsichten abverlangt, im Namen der Freiheit. Man hat um dein Vertrauen gebeten, im Namen der Demokratie. Du hast die Faust in der Tasche gelassen. Du hast die Lehrzeit hinter dich gebracht. Du hast dich bei einem Dutzend Firmen beworben. Du hast Gnade gefunden vor den Augen eines Personalchefs. Du hast einen Job. Du bist immer pünktlich gewesen. Du hast deine Arbeit gemacht. Niemand hat dich bemerkt. Als du dich um deinen Arbeitsplatz sorgtest, als du das Erreichte nicht verlieren wolltest, als du sogar dafür streiken wolltest, da sind sie über dich hergefallen, die geschniegelten Fernsehkommentatoren, die smarten Samtjacken der freien Presse. Und die diätengespickten Volksvertreter haben dir Maßhalteparolen ins Ohr geblasen. Und in dir ist etwas hochgekrochen und du hast die Faust geballt. Man hat abermals an deine Vernunft appelliert, natürlich im Namen des großen Ganzen. Man hat dich abermals um Verständnis ersucht, natürlich im Namen des Fortschritts. Abermals hat man dir Einsichten abverlangt, natürlich im Namen der Freiheit. Und abermals hat man um dein Vertrauen gebeten, natürlich im Namen der Demokratie. Und du hast die Faust in der Tasche gelassen. Du bist nachgiebig gewesen. Du hast Kompromisse geschlossen. Du hast dich an die Spielregeln gehalten. An die Spielregeln derer, die deine bescheidenen Forderungen als Maßlosigkeit verhöhnen. Die dich mit gezinkten Karten um deinen Anteil betrügen. Deren Paläste du mit deinem Schweiß bezahlt hast. Die die Ausbeutung deiner Arbeitskraft als gottgewollte Ordnung verklären. Eine Ordnung, in der das Recht auf Dividende dein Recht auf Arbeit zu holen Phrase werden lässt, natürlich im Namen des großen Ganzen. Eine Ordnung, in der man dich ausrangiert wie alte Möbel, natürlich im Namen des Fortschritts. Eine Ordnung, in der man deine Gedanken und Träume an eine gerechtere Welt als staatsfeindlich diffamiert, natürlich im Namen der Freiheit. Eine Ordnung, die sich Demokratie nennt, aber in der ein Mensch mit aufrechtem Gang so gefragt ist wie eine Nonne im Puff.
Beschuss.